Schon als Fußballer in Würselen nahe Aachen gilt Schulz als starker Charakter, der lieber vorangehen als mitlaufen will. Dieses Talent führt den gelernten Buchhändler schon mit 31 Jahren ins Amt des Bürgermeisters seiner Heimatgemeinde. Aber ich war der Bürgermeister mit der längsten Amtszeit hier in der Stadt. 1994 geht Schulz ins Europaparlament. Ein Streit mit dem italienischen Regierungschef Berlusconi bringt ihm größere Bekanntheit. Dieser empfiehlt Schulz die Rolle eines Kapos, eines KZ-Aufsehers in einem Nazi-Film. Ich muss schon sagen, das ist eine Unverschämtheit, eine kapitale Beleidigung, die ich auch als solche empfunden habe. 2014 wird Schulz Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten. Mit dem erhofften Amt des Kommissionschefs klappt es aber nicht. Dafür wird er nach der Wahl Präsident des Europaparlaments. In dieser Rolle wird Schulz für viele Deutsche zum Gesicht der EU. Er ist wichtiger Ansprechpartner in allen europäischen Krisen, von Griechenland über den Brexit bis zur Ukraine. Diese Erfahrung will er nun in Berlin einsetzen.